Das Besondere am Tischstand für mich ist, dass man sich einfach alles selber bauen kann. Ich kann eigentlich alles Mögliche kombinieren, mir was draus bauen. Es ist eine gewisse Narrenfreiheit dabei. Ja, um 8.30 Uhr geht es bei mir los und meistens trinke ich dann erstmal einen Kaffee noch für eine Viertelstunde. Und entweder weiß ich schon Bescheid, weil ich in ein Projekt eingebunden bin, wo ich dann gleich morgens weitermachen kann. Oder natürlich, ich bekomme eine Anweisung, was ich jetzt zu tun habe. Es ist 40% Maschinenarbeit, also an stationären Maschinen, und dann noch 40% mit Handmaschinen. Die 20% teilen sich dann auf Aufräumen, Fegen, Zuarbeiten, Laufen. Es ist im entferntesten Sinne eigentlich eine Uniform. Jeder hat halt sein paar Arbeitsschuhe, eine Arbeitshose gehört dazu und der Gehörschützer, der ist eigentlich den ganzen Tag auf dem Kopf oder auf den Ohren. Man muss pünktlich sein, man muss zuhören können, was total spannend ist, weil man muss sie auch hören können. Man muss dann auch einfach aufnehmen können, was gesagt wird und das dann einfach abarbeiten. Ich genieße den Job wirklich, es ist toll, Sachen zu bauen, etwas zu erschaffen, das dann zu schleifen, zu veredeln und am Ende hat man ein fertiges Produkt, was man selber gebaut hat. Es ist laut und es ist auf jeden Fall staubig. Das ist mit viel Schlepperei verbunden, aber man ist dann auch in einem Team und es nervt alle, dass das gemacht werden muss. Und weil man eigentlich so viel immer im Team arbeitet, gibt es da halt einen Team-Spirit, dann macht es Spaß, da kommt man gut durch. Also für mich war das einer der wichtigsten Gründe, warum ich Tischler werden möchte, damit ich mir selber Sachen bauen kann. Und ja, ich kann mir nach der Arbeit was bauen und gerade dann ist immer die Sternstunde des Lehrlings, weil eigentlich alle Maschinen frei sind, man hat eine gewisse Narrenfreiheit und es gibt auch immer Reste, die überall rumstehen. Und eigentlich stört es keinen, wenn man sich mal hier und da was abzweigt.